Also für 6 Uhr morgens braucht man auch 7, nee, 6 Wecker. Ist klar, weil sonst stehe ich um die Uhrzeit ja sowieso nicht auf. Da braucht es schon härtere Maßnahmen, um mich da aus dem Bett zu kriegen. Okay, kein Radio diesmal. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. So. Lila. Mischung aus Rot und Blau. Die Tür ist hoffnungsvoll grün. Und hier wird es schon wieder so finster. Nee, gut. Aber wir sind schon wieder im Mitarbeiter-Only. Und jetzt ist es gelb. Das ist festgeschraubt, das ist festgeschraubt. Und ich brauche den Knopf. Kann ich von hier irgendwas mitnehmen? Ich kann die Tür mitnehmen. Natürlich. Natürlich, ha. So, Türen öffnen Türen. Oi. Ah, ich kann die Musik umstellen. Sehr leise, leider. Und wie viele Kanäle das sind? Okay, 8 Stück. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Hier ist schon wieder die Tür. Ah! Ihr habt meine Schwäche herausgefunden. Wie viele kann ich da machen? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 2 Stunden. Ich zieh das jetzt hier durch. So, noch drehe ich das Stück schneller. Allerdings tut mir langsam die Hand ein bisschen weh. Errungenschaft freigeschaltet. Warum bist du so? Ich weiß es auch nicht, Spiel. Ich weiß es auch nicht. Ah. Hihi. Es geht immer noch kleiner. Hui. Domino Day. Okay, es ist dieses Plakat mit den Avocados, da ging es ja auch ums Multiplizieren. Also das Multiplikator-Level. Ich frage mich allerdings trotzdem, wie ich jetzt hier rauskomme. Kann ich einfach da drüber klettern? Keine Ahnung, ob es so gewollt war, aber ich bin jetzt drüben. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Okay, also furchtbare oder nervige Gegenstände und unwahrscheinlich lange Korridore. Zum Zurückgeben rechtsklicken. Ja, ja, ich höre schon auf. Ah, okay.
Okay, interessant. Lustige Animation. It's raining Nupsies, Halleluja. Und nein, ich bin noch nicht wahnsinnig geworden von diesem Spiel. Wie kommt ihr darauf? Jemand hält der Wecker die Schnauze. Jemand muss hier echt aufpassen. Uch. Baue mir hier einfach einen unordentlichen Haufen aus Weckern. Früher oder später komme ich hier hoch. So zum Beispiel. Gut. Oh mein Gott, mein Cursor-Dings hier ist ein kleiner Smiley. Ach, wie süß. Das ist eine glückliche kleine Kiste. Wenigstens einer von uns, Kiste. Wenigstens einer von uns. Kann der bitte so bleiben? Ich finde das super. Einen kleinen Freund. Und nein, ich werde nicht wahnsinnig. Dreh nur langsam durch. Nein, mein kleiner Smiley-Freund ist weg. Nein. RIP Smiley, ich werde dich auf ewig vermissen. Halten Äpfel nicht Doktoren fern? Ich muss den Apfel von da wegkriegen. Ich will den da drauf werfen. Und den da runterschubsen. Komm, roll halt runter da. Du sollst da runterrollen. Geht garantiert irgendwie. Au. Errungenschaft der Sohn des Mannes? Keine Ahnung, was das heißt. Es hatte einen Apfel auf dem Bild. Machen wir mal hier ein bisschen französische Musik. Okay, wir haben einen Ventilateur. Einen sehr großen Raum. Einen unendlichen Abgrund. Zwei sehr lange Treppen. Einen Apfel. Une Pomme. Und an die Spitze dieser Treppe haben wir eine Tür mit einem Knopf. Den Apfel nicht hochheben. Kann ihn nur anklicken. Und dann weht's den in diesen Abgrund. Wird er irgendwann voll mit Äpfeln? Wahrscheinlich nicht. Kann mit dem nicht interagieren. Er vermehrt sich immer in die Richtung, der ich auf ihn klicke. Okay. Jetzt sagen wir mal schnell zurück. Und da kann ich nicht lang, da ist der Wind zu schnell quasi.
Wie komme ich denn bis ganz da hoch? Muss ich das von da oben aus machen? Geht das von oben aus besser? Ja, dann bleiben die Äpfel ein bisschen größer. Aber die größeren fliegen irgendwie besser weg. Ich brauche kleinere Äpfel. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin an sich nicht so ganz auf dem falschen Weg. Auch geil, wie die Farbe ändern übrigens. Oder vielleicht bin ich doch auf dem falschen Weg. Ah. Das ist jetzt das erste Level, an dem ich so richtig festhänge bis jetzt. Und hier ist sonst nichts. Ich kann hier nicht außen rumgehen. Ich kann auch nicht sprinten. Es war keine Absicht, aber ja, ich kann mich in den Abgrund stürzen, dann komme ich hier wieder raus. Gut zu wissen. Man kann sehr winzige Äpfel machen. Extrem winzige Äpfel. Und die extrem winzigen Äpfel werden auch nicht davon geweht, aber die despawnen irgendwie, weil sie zu klein sind wahrscheinlich. Ja, puh. Ich kann die halt wirklich nicht hochheben. Ich stehe hier echt gerade auf dem Schlauch. Und es tut mir leid. Willst du doch irgendwie anders probieren? Aber bei diesem Spiel darf man ja nichts erwarten eigentlich. Immer irgendwie anders, als man denkt. Ich kann mich hier draufstellen, dann geht die Tür auf. Kann ich einfach so viele Äpfel machen, dass es die irgendwann nicht mehr wegwehen kann? Und irgendwelche Äpfel müssen hier doch mal überleben. Manche von denen fliegen irgendwie hier nach rechts, aber das ist einfach der Wind nur stärker. Ja, und sobald ich runtergehe, ist die Tür wieder zu. Mit dem Ding kann ich halt auch echt nichts machen. Hier geht nichts. Da geht nichts. Haben wir hier Important Loading Instructions. This skip is suitable for general waste only. Do not put hard fill. This will cause the skip to exceed the maximum weight for the skip. Was? Für ein Skip. Also hier ist irgendwas mit... mit Gewichtsbeschränkungen. Irgendwas darf man hier nicht überladen mit Gewicht. Ja, aber was meinen die mit The Skip?
Moment, das Ding füllt sich ja nicht auf. Ich noch mal lesen hier. This skip for general waste only. Ich darf keine Erde, keine Steine und kein Zement da reinpacken. Hard fill will be kept separate. Aber ich habe ja eigentlich nichts außer dem Apfel. Sei denn, es ist ein Zementapfel. Muss ich einfach doch das Ding weiter mit Äpfeln zuspammen? Aber habe ich das nicht eigentlich schon ganz gut gemacht bis jetzt? Machen wir es halt mal weiter. Ich meine, hier ist ja auch irgendwie so Beleuchtung, als müsste hier irgendwas sein. Keine Ahnung. Ich mache hier einfach 12 Zillionen Äpfel. Bleiben halt auch liegen, wenn der Wind nicht drankommt. Ich stehe hier echt auf dem Schlauch. Weiß nicht, ob ihr schon längst drauf gekommen seid. Was hier gemeint ist. Skip. Kann ich mich jetzt da nochmal runterschmeißen und ich fallen die ganzen Äpfel? Ich habe keine Ahnung. One eternity later. Moment. Ernsthaft? Dieses Spiel. Warning, Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Okay. Alter, dieses Apfellevel hat viel zu lange gedauert. Vielleicht kriege ich die Nachricht von dem Arzt jetzt gar nicht mehr, weil Äpfel ja Ärzte abhalten. Muss man viel zu viele Äpfel für den. Wieder so ein komisches Perspektivgedöns machen. Ich meine, natürlich muss ich das machen, weil das ist dieses Spiel, aber...
Da baue ich mir mal einen Haufen von Schildern. Und komme hier hoch. Sehr gut. Okay. Ich meine, das hat bestimmt auch irgendeine Symbolik, die mir gerade nicht einfällt, aber irgendwas bedeutet dies bestimmt auch. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. Irgendwas mit Gehirnen. Dream Diary, Traumtagebuch. Das ist, glaube ich, schon das dritte Mal, dass wir dieses Whiteboard sehen und den Schaltkreis auch. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Okay. Und aus der Soda-Maschine kommen noch mehr Soda-Maschinen raus. Perception is reality, ja, ich weiß. Versucht irgendwie die Computerstimme, den Doktor davon abzuhalten, uns zu erreichen? Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich da zu viele GLaDOS-Vibes, aber... Irgendwas passt doch da nicht. We'll get through this, das ist noch die gleiche Nachricht. Curators only. Das kennen wir auch. Hey, Dr. Pierce. Hello, name is my Pierce, Dr. Glenn. Ah. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Ah ja. Das sind diese Nachrichten, die keinen Sinn ergeben. Verstehe warum. What if I forget to set the alarm? Bis jetzt haben diese Türen doch eigentlich fast immer irgendwie was vorausgesagt. Zum nächsten Level. Warum ist da ein Totenschädel drauf? Wir hatten schon das gruselige Mörderlevel. Oder Piratenlevel vielleicht? Frag ja nur. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Harm to mind, mind to heart. Apple-Werbung.